Dann machen wir nach den Bären weiter. Ah, Werwolf kommt zuerst noch. Dann ein Wraith, keine Ahnung, was das heißt. Eine Flamme davon. Ein Fuchs. Ein Werwolf. Ach, dann war es davor gar kein Werwolf, okay. Und ein Hai. So, und für den Werwolf räume ich jetzt hier mal ein bisschen auf. Die Lava brauche ich erstmal nicht mehr. Dafür mache ich mir aber jetzt mal ganz schnell ein verzaubertes Goldschwert. Nämlich, weil ich das für die Werwölfe brauche. So. Und dann Unendlichkeit. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das wichtig ist oder nicht, aber mein Gott, wen interessiert's? So, das hier ist ein Wehwolf. Ah, okay, das hier sind die bösen Großen. Die lassen auch was droppen, das zeige ich euch gleich. Dann, das hier sind die Geister. Dementsprechend gibt es auch Flammengeister. Hier kommt ein Herdike raus. Ihr seht, ein süßer kleiner DK. Aber es kann nur einen DK geben. Und du bist es nicht. Und du bist es nicht. Du bist der einzig wahre DK. Ich hätte jetzt eigentlich schon ganz voll die Lust, den jetzt hier ein bisschen einzufangen, ne? Komm her, DK. Ne? Bisschen netter. Bisschen braver. Scheiße. Komm, dann. Du warst eh nicht der echte Herr DK. Du bist nämlich der echte Herr DK. Dann kommen wir als nächstes zum Werwolf und. Wer war das? Warst du das? Hör auf zu brüllen. Das darfst du nicht mehr sitzen, okay? Jo, Herr DK, jo. Sei brav. So, kommen wir als nächstes zum Werwolf. Oh, guck mal, Mensch. Was wohl mit dem in der Nacht passiert? Geht es jetzt? Verwandelt sich der jetzt? Oder geht es jetzt nicht? Ah, doch, hier siehst du. Jetzt hat er sich verwandelt. Und nämlich in einen Werwolf. Und das Miese an den Werwölfen ist, das seht ihr jetzt gleich, dafür muss ich aber fliegen, weil sonst fliegt er zu weit weg. Jetzt komm halt her, du blöder Wolf. Ich jag mir doch einen Wolf. Ne? Habt ihr es gesehen? Für den braucht man nämlich ein Goldschwert. Und nicht mal mit dem Goldschwert lässt er sich leicht besiegen. Aber jetzt ist er so weit weg, dass er mich gar nicht mehr zu interessieren braucht. Und mittlerweile sind es auch ziemlich viele Viecher hier. Deswegen schalte ich jetzt ganz schnell wieder auf den Tag um. Und sag dem Zombie schnell noch Adieu. Also bitte die Klappe halten. Oder du kommst zu Herr DK. Nee, du kommst neben Herr DK. So machen wir das. Rinder. In deine Mulde. Hihihi. Jo, Herr DK. Jo. Und dann, ne, am Tag, aber da kann man die ganz normal hier so, ne? Und weg bist du. Ja, sie machen ein Geräusch. So, dann fülle ich jetzt noch ganz schnell die Lücken hier, die wir bei der Jagd nach dem Werwolf hinterlassen haben. Und hier seht ihr einen Hai. Auch die Haie gibt es wieder in unterschiedlichen Größen, wie ihr hier seht. Oder? Doch. Der rechts ist kleiner, glaube ich. Oder?
Ja, doch, doch. Die einen sind kleiner, die anderen größer. Und auch die Haie lassen wieder was fallen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Runde. Dann zeige ich euch wieder, was sie fallen gelassen haben. Hier für, es ist einfach das Fell. Hier die Stöcke vom Werwolf, der ja eigentlich ja so eine Art Einsiedler oder was weiß ich, was es darstellen soll, ist. Deswegen lässt er eben Stöcke fallen. Und hier die Haizähne natürlich vom Hai. Dann machen wir danach weiter mit dem Delfin und Fischen. Die Kitty haben wir schon gesehen, die Ratte noch nicht. Die Höllenratte. Na, da bin ich mal gespannt. Der Skorpion. Krokodil. Ja, Krokodil können wir noch zeigen. Den Delfin muss ich logischerweise auch im Wasser spawnen lassen. Den habt ihr ja davor schon gesehen. Ne, komm noch mal hier vor. So sehen Delfine aus. Und auch die gibt es wieder in unterschiedlichen Größenordnungen. Dann, was haben wir als nächstes? Fischi. Da sehen wir ja schon Fischi, wie er oder sie leibt und lebt. Und da gibt es ganz viele verschiedene, ne? Also, da gibt es also wirklich mehr, also mehr als genug. Dann hier Ratten. Das ist. Ratten sind echt schlimm. Die greifen dich an und sie sind so klein und wuseln teilweise durch die Blöcke durch. Und du kannst sie gar nicht richtig angreifen. Sie droppen einfach eine rohe Ratte. Hier sieht man, sie sind auch Rudeltiere. Also, wenn ich jetzt nicht im Creative-Modus wäre, dann würden sie mich auch gleich wieder angreifen. Die Höllenratte dementsprechend schlimmer. Ich kann jetzt mal eine von denen umbringen. Und mit den zwei ist dann echt nicht mehr zu spaßen. Und sie lassen Feuerblöcke fallen, anscheinend. Dann die Skorpione. Die sind teilweise echt ekelhaft, weil sie nämlich teilweise kleinere Skorpione spawnen lassen. Also teilweise ist es so, du bringst den Großen um, spawnen mehrere kleine. Zum Glück nicht immer. Und das Krokodil, denke ich mal, kennt man. Ist ein lautes Krokodil. Deswegen kommt es auch gleich wieder weg. Dann sind wir mit der Runde auch durch. Ich zeige euch noch kurz die Drops. Ich hab's euch ja schon gesagt, hier die rohe Ratte. Die Höllenratte hat, beziehungsweise die Höllenratten haben Feuer fallen gelassen. Und das Chitin ist von den Krokodilen meines Wissens. So, wir waren hier. Dann Ray, Jellyfish, Goat oder Gold? Goat. Ich habe leider keine Ahnung von manchen, was die Übersetzung hier ist. Wir waren auf jeden Fall bei der Fliege. Hier Ray. Ach so, ein Rochen, natürlich. Hier sieht man einen Rochen. Greift auch an, ist also kein friedlicher Mob. Jellyfish, eine Qualle. Gibt es in mehreren Ausführungen. Und das Lustige ist, hier im Wasser schwimmen sie ganz normal. Hier an Land legen sie sich dann hin, beziehungsweise werden sie dann hingelegt, so wie man sie normalerweise auch kennt, wenn sie eben so am Strand liegen. Und sie sterben zum Glück, weil sie kein Wasser mehr haben. Man sieht hier, was sie fallen lassen: Schleimbälle. Dann haben wir hier, ach, eine Ziege. Goat heißt Ziege. Wie nett. Gibt es auch wieder in mehreren Ausführungen. Aber alle haben eins gemeinsam: sie nerven. So, also was ich hier jetzt gerade an Erfahrungspunkten liegen lasse, ne? Dann hier ein Strauß. Gibt es da mehrere Ausführungen? Tatsächlich. Und kann man dich mit einem Sattel reiten? Das würde mich jetzt noch gerade interessieren. Mit einem Sattel? Kann man nicht so reiten? Nee, kann man nicht. Also vielleicht braucht man dafür irgendwas Besonderes. Nicht nur einen Sattel. Oder man kann die wirklich nicht reiten. Dann sehen wir hier jetzt noch ganz schnell einfach Straußenfleisch. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Dann Bienen sind ganz klar. Wobei das eigentlich Wespen sind, wenn wir ganz ehrlich sind.
So, jetzt konzentriere ich mich gerade drauf, dass ich die blöden Bienen wieder umlege. Weil die echt nerven. Also ihr wisst schon, ne? Die Bienen, die eigentlich Wespen sind. Zumindest der Farbe nach. Ja, haben wir jetzt hier ganz schön die Welt belebt. Und danach kommen wir noch zur Fliege, die genauso nervig sind wie die Bienen auch. Nur noch nerviger. Und das Krokodil, ne? Schön. Du nervst. Hier sieht man Reptile-Hide. Also Reptilienhaut, wortwörtlich übersetzt. Hier heißt es halt Krokodilhaut. Haben die noch irgendwas fallen gelassen? Leder. Und ja, Schleimbälle haben wir ja davor gesehen, von wem die gedroppt wurden. Brauche ich also nicht noch extra zu erklären. Dann sind wir jetzt bei der vorletzten Runde. Und hier noch jede Menge Fliegenarten. Und halt noch so... Also, wenn man hier wirklich ist... Also, wenn man hier alle... Hier, Dragonfly. Alter, der Bass, ne? Also... Das ist echt geil. Eine... Firefly... Ah! Firefly, Glühwürmchen. Nur leider muss ich die eben umbringen, weil ne, vor allem die kleinen stehlen eben wirklich viel Framerate, weil sie eben so klein sind und dann so filigrane Sachen bewegt werden müssen. Dann Cricket, ein Grashüpfer. Die Schnecke natürlich, Snail, da müsste es eigentlich mehrere Ausführungen geben. Jawohl, sogar Nacktschnecken gibt's. Butterfly, der Schmetterling. Es ist ganz klar, dass es da mehrere Ausführungen gibt. Na, jetzt ist wieder eine Libelle da. Alter. Also, ne, bitte schaltet euren Subwoofer aus, weil sonst eure Nachbarn so durchdrehen. Und dann hier ein Big Golem. Und man sieht schon, was der macht. Und deswegen habe ich es unter anderem deswegen... Nein, Herr DK. Du hast Herr DK getötet. Alter, das werde ich dir nie verzeihen. Du hast Herr DK getötet. Hallo, Herr DK. Alter, was der aushält, ne? Oh Mann, es sah so schön aus hier. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich sogar noch hin und den umlegen, weil der mir sonst die ganze Zeit Blöcke vor die Nase wirft. Oder einfach despawnt. Hört mal auf hier zu spawnen. Die Insel werde ich dann offscreen wieder herrichten. Aber den Herrn DK hole ich mir trotzdem jetzt zurück. Egal was ihr sagt. Und ich mach's auch wieder... Nee, diesmal mache ich sogar gemütlicher als davor. So, mit lauter Sand. So, das haben wir schon gezeigt. Das haben wir schon gezeigt. Und das hier habt ihr schon gesehen, den Big Golem jetzt leider, leider auch. So, wo war er denn? Der DK. Hier war er, der DK. Ne, Herr DK. So, dann mache ich die Zeit mal wieder auf Null. Dann kann ich jetzt schon mal ein bisschen mit Ausbessern hier anfangen. Ja, wobei, es gehört eigentlich nicht hier in die Serie. Dann mache ich jetzt hier mal weiter. Es ist ja nicht mehr viel. So, bei Big Golem waren wir Elephant, Komodo Dragon und Wyvern. Ansonsten, wie gesagt, hier unten die Items. Ich hänge den Download in die Beschreibung und schaut es euch bitte selber durch. Hier sehen wir hier einen Elefantenharnisch, einen Elefantensattel und so ein... Ihr wisst schon, was es ist, ne? Das Ding, das man immer auf den Elefanten drauf hat, um sie zu reiten.
Was die Inder da, doch, ich glaube, Inder sind es immer da haben. Alter, wie es hier aussieht, ne? Nur wegen dem blöden Big Golem. Und ich bin ja nur daneben gestanden. Hier seht ihr Elefanten. So, ein Komodo-Dragon. Also Komodo-Warane. Hier auch wieder in verschiedenen Größen. Und Wyvern, ich finde, das sieht einfach geil aus und ist echt gut gemacht. Hier, ne? Also ich finde, ich habe da vorhin anderes gehabt. Aber ich finde das echt geil gemacht. Ich habe da vorhin braunes gehabt. Naja, ich will die Insel jetzt hier nicht überbevölkern. Und du siehst immer noch am geilsten aus. Von allen, ne? Und sie können sogar fliegen hier. Und ich finde, das sind wirklich die geilsten Mobs. Oder welche der geilsten Mobs? Ah, hier. Ne? Brava, ja. Jawohl, du bist ein Braver, jawohl. Lauf nicht weg. Wenn du jetzt wegläufst, bist du tot. Ich hab dich gewarnt. Was habe ich jetzt? Ah, ver. Ach, wie. Ach, cool. Naja, auf jeden Fall habe ich euch jetzt. Ich denke. Ich denke mal, alle Sachen gezeigt. Also alle Mobs gezeigt. Um die geht es hier eigentlich. Hier sieht man noch. Es wurden sogar spezielle Grasarten hinzugefügt. Und auch hier noch spezielle Blöcke. Man kann anscheinend aus Wyvern und Ogern. Also da, die lassen anscheinend irgendwas fallen, aus dem man dann Farbstoffe machen kann. Dann, wo habe ich noch was gesehen? Hier, ja genau. Das sind Red Burger. Red Burger. Auf sowas muss man auch erstmal kommen. Hier Schildkrötensuppe. Schildkrötenfleisch und die aus der Cooked Red, also auf dem Ofen ganz normal, so wie man die Kartoffel zum Beispiel auch backt, so kocht man die Ratte. Oder eben das ganz normale Fleisch, das jetzt auch schon in Minecraft drin ist. Und dann kommt so ein Red Burger raus, wenn man es mit zwei Broten macht, glaube ich. So, hier kommt dann nur ein Wyvern Portal Staff noch mit dazu. Hier kommt jede Menge Ausrüstung dazu. Also hier kann man jede Menge Rüstungen und Umhänge und Waffen und so weiter noch machen. Hier kommt meines Wissens nichts Neues dazu, nein. Und hier auch nichts. Nur eben hier der ganze Monster Drop und was man da draus machen kann. Hier zum Beispiel ein Aquarium. Man kann die Fische natürlich einfangen mit so einem Wasseraquarium, glaube ich, mit einem Full Fish Bowl. Und eben hier Heart of Darkness, habt ihr ja schon gesehen, von wem das gedroppt wurde. Das habe ich ja, glaube ich, auch gesagt. Und hier kann man auch eben auch noch jede Menge Zeug craften und so weiter und so fort. Es wird, ich glaube, es wird nicht mal nur zwei Folgen einnehmen. Es wäre einfach viel zu oversized, wenn ich das jetzt alles hier beschreiben würde. Und deswegen würde ich sagen, ja, es war's mal wieder für heute. Oder vielleicht splitte ich das auch in zwei Parts. Ich sehe schon wieder, es sind schon wieder fast 40 Minuten, weil es einfach wirklich immer so umfangreich ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich baue hier die Insel noch ein bisschen fertig. Dann sage ich bis zum nächsten Mal mit einem Bild von Herr DK. Sage ich dann. Hey, Herr DK, schau doch wenigstens her, wenn ich die Leute verabschieden will hier, ne? Ach komm schon. Einfach mal ein Bild, wo nur du drauf bist. Ist das dann zu viel verlangt? Ach komm schon. Naja. Egal, ob mir Herr DK jetzt dabei zuschaut oder nicht. Ich sag auf jeden Fall Tschüss für die Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.